Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in What Remains of Edith Finch. Nun, wir sind in Mollys Zimmer. Dann lass uns doch hier mal umsehen. Oh, schön, 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 schön. Naja, okay. Ja, da ist eine Tür, eine Eulentür, die wir nicht, an die wir nicht herankommen. Schick. Ah, hier hat sie gesessen. Molly. Eddie und Sven. Barbara. Dezember 1947. Ach du liebe Zeit. Okay. Da, was ist da denn? Molly. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Okay. Ich suchte nach etwas zu essen. Jetzt spielen wir mit ihr. My Halloween candy was all gone. Oh. Och je, die Ärmste. Rennmausfutter. Ey, wo ist die Rennmaus? The Apropos. gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ah. Ja. Okay. Da geht's lang. Was ist ein Viech? Ich dachte schon daran, was den Fisch zu essen? I Nein. thought about eating Christopher, but I Nein. held back. Das ist gut. Das ist ja. Das ist gut. Molly. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. Hier, die Tür ist Molly. Damit sie daran erinnert wird, ich heiße übrigens. Mom, can I come out now? Oh, sie hat ja an. Sweetheart, it's late. Go to sleep. Sie hat sie eingeschlafen. Ah, ja, eingeschlossen. Bleh. Ah, immerhin kann ich zur Toilette gehen. Naja, das ist ja schon mal was. Nein, ist nicht die. Nein, oh nein. I kept eating and eating. Nein. Nein, doch nicht die. Nein, I, oh nein, mach das nicht. Oh nein, warum isst du denn die Zahnpasta? Okay, Toilette. Ich esse nicht die Elix, die sind giftig. I ate a lot of things that night. Oh nein. Die sind giftig, lass das. Oh my gosh, ja. Ich werde bald nicht mehr da sein. Dieser Traum wird sich wohl Then sehr I heard chirping outside my window. schnell erfüllen. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Oh. Oh. Okay. And suddenly, Was? I was a cat. Ich bin eine Katze? Okay, klar, wieso nicht? Kann ich springen? Nein. Wo jetzt denn? Was jetzt? Da? Nee. Hä? Was kann ich machen? Ah, so geht's. Okay, ich könnte auch springen. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Da hoch? Nein. Oh. Oh. Da, guck mal, es ist für kurz vor Weihnachten. Oder es ist schon Weihnachten. Miau. Okay. Da, Christmas Tree, aber es ist niemand da, ne? Was nun? Da drauf? Tatsächlich da drauf. Ach zu je. Mom and Dad didn't even look at me. Da sind sie. Juhu! Ich bin hier. Juhu! Ja, miau. Oh, guck mal hier, Teile des Hauses sind noch unvollständig.
Ich soll doch wohl nicht darüber? Da drüben hängt auf jeden Fall das Vogelhaus. Doch, ich soll darüber. Ach du liebe Zeit. Okay, wow. Was nun? Was nun aufs Dach? Okay. Klar, wieso nicht? Ja. Du Vogel, ey. Da soll ich lang? Okay. Da drüben ist ein Nest. Komme ich da ran? Warte mal. So. Ich glaube, ich komme da ran. Nee, ich komme da nicht ran. The babies were all gone. Oh. Okay. War hier oben nicht auch noch was? Nee, hier oben war nichts. Ist nichts. Der Vogel lockt mich doch einfach nur weg, ne? I jumped and I almost got her. Hier, das Baumhaus. Das hat mir gesehen. Ist da drüben noch was? Ich glaube nicht, ne? Oh. Nee, da ist nichts. Und offenbar habe ich eine kleine Glocke um. Da ist er. Ist der Vogel. Okay, vorwärts gesprungen. Warte, wie komme ich da hoch? Moment, da über den Stuhl vielleicht. Zu weit. Ich möchte das so. I could tell she was getting really tired. Miau. Jemand hat hier das Licht angelassen. Oh. Wo ist es denn da? Wo ist der Vogel jetzt denn? Da oben? Da. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Help! Ooh! Suddenly, I was an owl. What? First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Was? Okay. Du hast... Okay. Rabbits. Oh. So, ein Kaninchen. I imagined his face looking at and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Something bigger? Noch größer als ein Kaninchen? Oh, Alter. Da ist a mama rabbit. Da. Ein Mama-Kaninchen. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Was? Was? Ein Shark? Was? Au! I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. Jetzt hatte ich noch mehr Hunger. Okay, klar, wieso nicht? Hoch, runter. Oh je. Na, das wird lustig. Okay. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper and it tasted really good. Uh-huh. Klar. Okay. Warte. Wo ist es hin? Da. Ja. Ja. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water.
When I opened my eyes, everything had changed. Aha. Klar, wo bist du denn überhaupt? Ich kann... Was kann ich machen? Okay. Was? Iiii. Eine Tentakel? Was kann ich tun? Klar. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Okay, ich gehe mal immer dem Vogel nach. Yikes. Da unten lang? Scheinbar, ne? Nee? Doch, ja, weiß ich nicht. Das ist verrückt. I was big, but I mean real quiet. Oh. Alter. Hier hoch. Alter. Was sind für ein Kind? I wanted to stop, but also I didn't. Aha. Das sind selbst für ein Kind ziemlich merkwürdige Vorstellungen. Wir sollten den Matrosen umbringen. Wo ist er denn? Hier, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh mein. Das ist nicht gut. Wo jetzt lang? Da hinten? Ja. Oh. Hier sind wir doch reingekommen, ne? Na klar. Ist hier noch jemand? Juhu. Hier ist doch niemand mehr. Hier, warte mal, wo geht's denn hier hin? Da sind wir. Hier sind wir auch reingekommen, nicht wahr? Ja. Da ist noch jemand. Warum? Warum? Sieht hier aber nicht so aus, als ob da eine Tür wäre, ne? Versuchen wir es mal von draußen. Da ist der Vogel wieder. Hier geht's rein. Ah ja. Juhu. Passenger, I was still hungry. And across the water I smelled something new. Something I had to have. So I swam towards it. Was? Okay, ich kann mich nicht umsehen. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Aha. Ein altes Rohr. Über was fantasierst du da, Kind? Über was fantasierst du da? Oh. Ah, wir kommen aus der Toilette raus. Toll. Nee, warte. So. Okay, das ist wild. Wie komme ich hier jetzt weg? Da. Das ist sehr wild. Oh nein. Ist das Mummies Bedroom? I got closer and closer. Aha, Molly. Wir sind wieder in ihrem Zimmer. Da hinten, ne? Da leuchtet so schön. Meine Ma. All my stomach started growling. Mhm. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything.
I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Yeah. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Edith, da sehen wir es aber auch mal. Na, da oben. Edith, das sind jetzt wir. Alle anderen sind tot. Alle anderen. Ja. Ah, oh, wie traurig. Okay. Wird gespeichert. Habe ich denn nicht eben meine Katze gehört? Da ist die Katze. Hi. Wieso mache ich das? Wieso gehe ich jetzt hier raus? Nein. Geh wieder zurück. Nein. Okay. Da unten sollte ich besser nicht lang tapsen, ne? Kann ich eigentlich auch stürzen? Oh, ich kann da erst gar nicht lang gehen. Das ist vielleicht auch besser so. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Okay, auch hier, auch wenn das nicht gerade ungefährlich ist, was wir hier tun. Aber schön. Ist das nicht schön? Oh, herrlich. Guck mal, was ist da, da hinten? Eine kleine Insel oder ein Boot? Ich kann es nicht genau erkennen. Sieht eher wie eine Insel aus, ne? Es bewegt sich nicht. Okay, wir machen hier weiter. Richtig. Ich muss schieben. Ja, ich fühle mich besser. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Okay. Die Tiere, die sie besessen hat. Sind hier jetzt Fotos hinterlegt? Das ist ein bisschen creepy. Edie made me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Okay. Was ist das? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Meine Güte. Was? Bild 1900. Okay. Was ist das denn da? Mole Man beneath the Finch House. Was? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch House. My mom was furious. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. My friend Bigfoot. Ah, Random Junk. Lass mich raten. Das sind alles die Filme, in denen sie mitgespielt hat. Molly. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Jr.? Is this from here? Okay. Edie won't go. 72-jährige alte Frau. She uses to evacuate because of a little forest fire. Naja, weigert sich zu gehen. Nur weil es ein kleines Feuer gibt. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Ja, weiß ich nicht. Sven Finch. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ist das das, was wir draußen im Teich gesehen haben? Mal die Baupläne dafür. Cool, wenn. Cool. Finde ich gut. Dragon Kills. Ah, da ist es. Kills Finch. Das ist der Dragon. Tragedy Strikes. Was? At Finch Family Pond. Elaboration turns to. More? Irgendwas? Guck mal, wie er das um den. Es war tatsächlich eine Rutsche. Er hat sie
um diesen Baum herum gebaut und es endete in dem Teich. Da drüben ist noch was, bevor wir. Obwohl, das müsste das Bad sein, ne? Ich gucke erst mal da. Her room was like a museum. Joining the great majority. Naja. Mysteries of death and thereafter. Was? Womit hat sie sich beschäftigt? Sven und Edie. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Misfortune? Ist das der Grund, warum ihr gegangen seid? Oh. What? Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Oh, das ist so traurig. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Das war das, was wir in dem Meereszimmer gesehen haben. Ne? Oh, ein ganzes Haus mit dem Boot wegtragen? Ich weiß ja nicht. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore in their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ah, meine Güte. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Tja. Okay. Oh, Odin. Oh. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ja, offensichtlich. Ja, wird gespeichert. Na, Mensch. Guck mal hier, sie hat Sauerstoff, nehme ich mal an, bekommen. Grün, steht das irgendwo? Nee. Grün steht das nicht. Nee, grün ist eine andere Farbe. Blau ist Sauerstoff, ne? Tabletten, was? Ja, okay. Puh. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ja, das kommt vor und das ist witzig. Ach du liebe Zeit. Apropos eine Menge Flocati. Oh nein, wir sind in dem Raum, in dem das Kind gestorben ist. Oh nein. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Mhm. It was a pretty big trace. Ja, das kommt mir allerdings auch so vor. Ja. Okay. Ja, nein. Und das, na. Oh meine Güte. Da komme ich nicht durch, ne? Nee. Die Türen sind ja alle sealed. Und ich kann von hier aus auch nicht durch das Kuckloch gucken. Aha. Noch mehr Pillendöschen. Da? Mount Rainier National Park. Nee. Und hier. Begabte Trinker offensichtlich. Na gut. Was haben wir hier? There's a secret in this bathroom. Aha. Ist das so? Okay. Ja. There's a secret in this bathroom. Bitte ein Geheimnis. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh, wie cool. Wie cool. Krass. Ja, ich sag mal, das ist so ein... Ben gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Das ist aber auch nur was. Oh, ich komme wieder zurück. Doch, naja, okay, Frieden, danke. Ja, okay. Das ist nur etwas für sehr bewegliche Menschen, ne? Ich sag mal, zunehmendes Alter ist hier. Ja, nein. Okay, was haben wir denn hier? Da geht's auch noch weiter. Was haben wir da? Calvin Finch. Ach, die sind alle so jung gestorben, meine Güte. Als ob jemand wollte, dass diese Familie, nun ja, ausstirbt.
schick. Ja, aber cool. Dass er hier so eine kleine Kammer hatte. Oh, kann ich irgendwie... Macht sie das? Sie macht das von selbst. Okay. Milton. Wir nähern uns Milton. Was steht hier? Couple turns land into a native heaven. Ah. Sehr nett. Fump. Ah, wir sind in dem doppelten Zimmer. Okay. Ja, oh. Nein, 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 ist alles gut. Fort Kevin. Hm. Da sind sie. Hm. Sogar die Vorhänge sind farblich angepasst. Und guck mal da oben. Aber da komme ich noch nicht hin, ne? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dasselbe Bild. Odin Finch. National Park. Die beiden Kiddos. Fort Sam. Und da Fort Calvin. Was Fort Calvin? I knew Grandpa Sam had a twin. Hm. Tja, und Calvin war der, der sehr früh starb. Hm. Das tat Sam auch. Wie es scheint. Zwar ein paar Jahre später, aber trotzdem. Nur ein paar Jahre später. Samuel Finch. Was ist das hier? An Regional High School. For obtaining 100% department grade in the third quarter of the school year. Hm. Okay. Na gut. Of achieving. Was? A certificate of achievement. Okay. Komme ich da oben hin? Ich komme da oben hin. Kann ich da rüber springen? Nee. Wieso hat er hier auch Alkohol stehen? Das ist doch offensichtlich ein Kinderzimmer. Warum gibt es hier Alkohol? Enlist. Join and fight. Hm. Command Center. Okay. And that he never talked about him. Hm. Warum? Warum eigentlich? Was ist das? Oh. Oh, okay. Was ist das? Ah. Ziehen? Hoch? Hoch. Ja, das geht aber nicht. Nee, das geht nicht. Nein, geh wieder zurück, bitte. Gut, das funktioniert gut, weil ich würde mich nämlich gerne da oben noch umsehen. Ich hätte gern gewusst, was es hier oben gibt. Command Center, cool. Ja. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Hm. Okay. Aber nichtsdestotrotz ein Traum für Kinder. Auch wenn die das Pech hatten, dann so früh zu sterben. Ein Fluch? Was für ein Fluch? Was haben wir denn da? How I want to remember my brother. Hm. By Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh. Okay. ein Bein im Gips. Was steht da? My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Okay. At Barbara Fanon, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. Huh. I think Calvin always wanted to fly. Okay. But that day, he finally made up his mind to do it. Was? I told him going around was impossible. Ooh. Maybe if I hadn't said that. Oh nein. Das kann doch nur ganz übel werden. Oh nein. Oh nein. Maybe if the wind hadn't picked up.
Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Oh, gosh. I think he'd already made up his mind. Ooh. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Oh my goodness. Oh nein. Er ist darunter gefallen. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ah. Ja, Kinder eben, ne? Kinder eben. Wird gespeichert. Ah, du liebe Zeit. Ärmster Calvin. Nun gut, immerhin ist es physikalisch nicht möglich, glaube ich, so da rumzuschwingen. Nicht, dass ich das als Kind nicht auch versucht hätte, aber ich glaube, das ist nicht möglich wegen Schwerkraft. Schwerkraft ist eine Bitch. Das trifft uns auch im Erwachsenenalter noch. Nun gut, nichtsdestotrotz. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.